Harry Spezial, es geht zum Geburtstag feiern, Geburtstag von Jeanette. Und die Conny hat hier dabei, Happy Birthday, die Luftballons mit den 50 Jahren. Ja. Ja, mit 60 war im Angebot, aber dann haben wir gesagt, nein. Der blonde Passagier. So, und der blinde Passagier ist auch eingetroffen. Ja, ihr werdet ihn sehen, den Blumenstrauß hat er hier. Aber er sagt, da er ja der blinde Passagier, soll das auch noch ein Geheimnis bleiben. Aber irgendwann seht ihr ihn. So, Klaus ist auch mit dabei, der läuft hier. Der blonde Passagier. Der blonde Passagier, der Klaus. Und ja, wir gehen jetzt hier Richtung Veranstaltung. Ich rieche schon das Steak, Klaus. Was gibt's zu essen heute? Steak. Steak, oh. Also, wir wissen noch gar nicht, was wir essen, aber es ist ein Steak-Restaurant. Und die Conny wird gleich mit dem Globus, wie das in Spanien, davonfliegen. Fliegende Conny. Ja, schaut euch an, so schön kann es am Abend sein hier am Faro de Maspalomas. Der kleine Ausschnitt, Mitschnitt. Und der Weg ist das Ziel. Ja, und wir gehen jetzt hier Richtung... Wohin gehen wir denn eigentlich? Wir gehen Richtung Meloneras Boulevard. Es wäre ja auch noch Zeit für einen Sonnenuntergang heute, aber vielleicht kriegen wir den ganz exklusiv mit. So, hier wieder die berühmten Lokale am Faro de Maspalomas. Café Maximilian, Café de Paris. Ja, die Sonne scheint wieder. Klar, heute Mittag war es ein bisschen bewölkt, aber jetzt ist wieder schönes Wetter. Ja, und die Kappe von unserem Faro, mal bei diesem Licht. So, die Conny ist hier ganz schön am Wirbeln mit ihren... Jetzt seht ihr das Ganze auch mal mit Meerblick. Mit Meerblick. Da vorne sitzen sie schon. So, da sitzen sie. Nein, da stehen sie, da sitzen sie. Ja, wir müssen uns ja erstmal bekannt machen. Wir kennen ja uns alle noch gar nicht. Aber das wird sich jetzt ändern. Da ist sie. Da ist sie, das Geburtstagskind. In der vollen Größe und in Farbe. Jeanette in der vollen Größe, in Farbe am Strand von Maspaloma. Ist das nicht ein Anblick? Ein Anblick für Güte. Hallo. Hallo, wer schubst mich denn da von hinten? Ich bin auf der Kirmes, da hab ich geschubst. Ich bin hallo. Hallo, grüß dich. Wenn Fiedel laut ruft, ist gar nichts. Hast du gemerkt, ja? Da musst du jetzt klarkommen mit den Dingern. Da bleibt dir das nicht erspart. Ja, der Harry ist da und sagt: Schön, dass ihr alle da seid. Alles Gute zum Geburtstag. Singen tun wir ein bisschen später. Ist die Stimmung mal im Keller. Trink ein Glas, gleich wird es heller. So, ja. Oh, zwei. Das ist ja richtiges Augenkontrastprogramm. So, und wir gehen dann in die Richtung. Wir stellen wir mal so. In die Richtung gehen wir hier. In das... Hey, Harry! Das ist der Mann von der Außenstelle Nord, ne? Außenstelle Nord. Hans aus Hessen. Der Hans aus Hesse. Die Hesse komme. Ja, der macht ab und zu, wenn er mal Lust hat, vom Strand in Amadoris. Macht er ab und zu dann mal ein Video. Na klar. So, und ja, wir gehen jetzt schon mal Richtung Restaurant. Mal schauen, ob die Blaskapelle auch schon da ist. Da lacht jemand. Ja, die Münche aus Häusner Blaskapelle, die wollten kommen. Die wollten kommen, gut. Dann werden wir sie erwarten. Hey, Fiedel,
die Ewigkeit. Was? Gestern, Klaus, warst du schon im Bett? Ja, nee, ich habe Fußball geguckt. Fußball! So, ja, hier geht's die Treppen nach oben. Durch diese hohle Gasse muss sie kommen. Muss sie gehen. Und die Suiten, die gibt's dann im Costa. Genau. Das ist gut. Dann brauchen wir. Dann können wir da auch was trinken heute. Ja, Champagner im Bett. Ah, Champagner im Bett. Nur nicht so voreilig. So, hier nochmal in voller Größe und das sieht aber gut aus. Für den Playboy machen wir das nächste Bild. So, und der Blick nochmal hier von oben. So, schön. Schön, also Platz ist noch da oben. Und jetzt gehen wir in die heiligen Hallen. Das El Churrasco Restaurant de Grill. So, aber wir schauen doch noch mal neugierig hier in die Sandebene des Hotels Costa Meloneras. Hier. Ja, ihr hört besser. Also wir sind hier alle versammelt, um zu beweisen, dass wir ihn haben. Den Humor, nein, den Geburtstag von der Jeanette. Ja, Jeanette wird heute 50 Jahre jung. Aber wir freuen uns, den Tag mit ihr hier verbringen zu dürfen. Hier ist der Papi, da sitzt der große Meister des Gewichtes. GM, hier sitzt die Mutti und hier sitzt der Klaus. Den blinden Passagier dürfen wir ganz einfach überspringen. Ja, das kommt alles noch. So, ja, und jetzt, wir sitzen ja alle nur hier, weil. Weil der Harry die Jeanette kennt. Genau. Würde der Harry die Jeanette nicht kennen, würden wir alle nicht hier sitzen. So, darauf müssen wir aber einen trinken. Schauen wir mal. So, und jetzt habe ich auch die Kamera an. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal wiederholen. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Machen wir das hier nochmal? Que deseamos todos cumpleaños feliz. Auf dein Wohl, auf deinen Geburtstag. Yippie. Auf uns, auf alle, die hier sind. Prost. Tschüss. Auf die nächsten 50. Wie auf die nächsten fünf. Ja, hier gibt es auch zwei Biertrinker, die sagen, besser ein Bier im Glas als ein Sekt über die Hose. So, wir haben nicht das Lokal gebucht, sondern die Aussicht, habe ich ja gerade gehört. Und Jeanette kam auf die Idee und sagt, wir können ja schon mal die große Vorspeise hier probieren, die Kräuterbutter mit der Semmel. Gut, dann werden wir mal den Meerblick genießen. Meerblick geht nicht. So, schaut euch das an, was man hier für einen Blick hat. Ja, dezente, leise Musik, das Meeresrauschen sieht man, hört's aber nicht. Das sind schon einige betrunkene Gäste hier, glaube ich. Nein. So, und der Blick mal in die andere Richtung. Wir sind ja hier fast im Hotel. Das ist der Vorteil, wenn man hier auf der Terrasse bucht. Man kann direkt nochmal in den Pool springen, theoretisch. Praktisch auch, wenn man ein Handtuch dabei hat und dann nicht nass hier hochgehen möchte. So schön hier, wunderschön, und schaut euch dieses blühende Paradies hier an. Ist das nicht wunderschön?
Ja, dann habe ich doch noch mal das Loch erwischt, wie man so schön sagt. Und lasse die ganze Geburtstagsgesellschaft sitzen. Denn ich habe von oben gesehen, wir haben hier ein Spektakel. Sonnenuntergang am Boulevard Oasis Maspalomas. Sieht toll, ich glaube, ich kriege einen Föhn. Wenn du die Torte siehst, dann wirst du die dein Leben lang nicht vergessen. Oh. Ja, schau mal, die ganze Gemeinschaft. Ja. Wie kriegen wir da 8 Stücken raus, frage ich mich. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Bitte, was haben die Komparsen? Nee, steh auf, bitte. Geh mal zur Eva um die Ecke. Geh mal zur Eva um die Ecke. Muss ich jetzt blasen? Du musst jetzt. Und der Friedrich. Aber du brauchst die Kerze nicht in den Mund nehmen. Ich habe alles auf Zelluloid, möchte ich euch sagen. Bravo. Dein Wunsch möge sich erfüllen. Ja, und da kommt das Feuerwerk für die Jeanette. Haben wir bestellt, aber die haben sich irgendwie vertan. Ich habe gesagt, die sollen hierher kommen. Aber beim nächsten Mal. Ja, schön, das ist doch was. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht ins Wasser falle. So, das ist Jeanettes Feuerwerk. Ja, da haben wir es. Oh, ist das schön. So, das war's. Ja, das war nur an der verkehrten Stelle, aber ansonsten haben wir das gut hingekriegt. So, und bald ist unser Faro da oben auch wieder beleuchtet. So, und jetzt geht's zum gemütlichen Teil über. 21.01 Uhr. Abendstimmung hier am Hotel Costa Meloneras. Ja. Es riecht schon mal gut. Es riecht gut. So, wir sind beim Geburtstagsgeschenke auspacken. Wir sehen ja gar nichts hier. Das ist auch gut so. Also Rittersport, nein. Das kenne ich hier. Rittersport. Praktisch gut. Für die Frau über 50. Für die Frau. So, also, und nun jetzt das Gedicht von der Conny.
So, mal ganz Ohr. Oi, oi, oi. Jeanette, das ist nur für dich. Heute beginnt deine beste Zeit. Das Leben hält noch viele Überraschungen für dich bereit. Hurra, Geburtstag hast du heute. Der 50. Das wissen alle Leute. Für die Feier steht schon alles bereit. Wir wünschen dir eine tolle Zeit. Die Zeit vergeht so rasend schnell. Das merkt man an so manchem Fahrgestell. Doch bei dir, da kann man sagen, sind die 50 noch zu tragen. Du bist noch fit und auch noch heiter, so pflegt dein Fahrgestell gut weiter. Ein halbes Jahrhundert, dass ich nicht lache, ab heute geht's erst richtig zur Sache. Über alles. An deinem 50. Geburtstag sollst du nach einem wichtigen Motto leben. Was du heute kannst entkorken, das verschiebe nicht auf morgen. So, und das ist jetzt ein kleiner Spruch für die 50. F für fabelhaft siehst du heute aus. Ü, überall sind deine Freunde im Haus. Jo! Jawohl! N, nur für dich sind sie gekommen. F, feiern wollen sie mit dir, das hast du sicher vernommen. Z, zum Geburtstag gratulieren wir dir. I, ich ganz besonders, alles Gute von mir. G, goldene 50 bist du geworden. Deine Schönheit ist noch nicht verborgen. Alles Liebe zum Geburtstag. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Bravo. Dankeschön. Oh. Dankeschön. Danke, dass ihr alle heute hier seid. Und mit mir meinen Tag. Wir treffen uns jedes Jahr wieder. Den Tag heute. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielen Dank. Ich hab euch lieb. Ja, und wie kann es anders sein, zum Abschluss nochmal hier oben auf der Ibiza Sky Lounge, hier über den Dächern von Maspalomas, am Hotel Faro de Maspalomas. Ja, wunderschön hier oben. Ein sehr schöner Ausblick und wir lassen jetzt den Abend hier ausklingen. Und jetzt nochmal den Blick auf den Faro. Hier ist ja die beste Übersicht, wenn man hier die Scheiben nicht vor sich hat. Und jetzt zeige ich euch mal, ist das nicht ein schöner Blick? So, und damit möchte ich mich verabschieden und ganz einfach sagen, ein wunderschöner Tag, ein wunderschöner Geburtstag. Und ich sage jetzt hasta luego. Und ein neues Lebensjahr für Jeanette. Die besten Wünsche mögen Sie begleiten und in der Hoffnung, dass wir uns gesund und wunder das nächste Jahr wiedersehen. Ja, wenn es die Musik zulässt, dann ganz einfach nochmal so ein paar Eindrücke hier. Also es ist jetzt nicht viel los. Ich schätze mal hier auf der Terrasse so etwa 30 Leute hier. Der Zugang hier zum Hotel, der Außenaufzug nach unten. Ihr könnt hier auch als Nicht-Hotelgäste rein. Und ja, wir haben uns hier so eine schöne windgeschützte Ecke gesucht. Man kann es kurzärmlich noch aushalten hier. Und jetzt gehen wir hier nochmal ganz einfach. Sehr aufregend, das Muster hier.
So, und hier der Blick aufs Riesenrad durch die Scheibe. Also viele wissen gar nicht, dass man hier sehr gut sitzen kann. Leider habe ich jetzt nur den Blick durch die Scheibe. Tut mir leid, es geht nicht anders, aber da ist das Riesenrad. So, und hier ist die zwei Restaurants, die es hier gibt. Unter anderem auch da vorne dann, glaube ich, die Sushi-Bar.